Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Wir bereiten immer die Ausfahrt vor. Feld Nummer 38, das heißt, wir müssen die Fahrzeuge entsprechend umstellen, einstellen und entsprechend. Auf die richtige Frucht, wir wollen ja Mais machen. Das sieht zwar nicht aus wie Mais, aber ist ja gebeizt, ne? Ja, und so geht das immer Stück für Stück, ne? Wir haben noch etliche Fahrzeuge beim Händler zu stehen. Das sind wir auch noch los. Aber das machen wir näher, wenn wir Zeit haben. Erstmal bereiten wir mal die Aussaat vor, wenn die hier arbeiten, das klappt einigermaßen, dann können wir sagen, okay, jetzt können wir uns da die entsprechenden Fahrzeuge noch holen. Und ich glaube, wir haben hier sogar eine eigene Mischfabrik, wir hätten keinen bauen müssen. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass das, was das sein soll, aber mal sehen. Dazu müssten wir mal entweder lose Stroh haben oder Silage. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe nun vor, das Mais zu silieren. Was wir dann aussehen werden auf Feld 38, das ist eine Heidenarbeit. Da überlege ich mir am besten das machen. Mal sehen, das ist viel Fahrerei. Natürlich versuche mit Kurspläne zu machen, aber ist schwierig. Da wäre Gras und die Lage waren leichter. Ja, der ist so fleißig bei. Geht ja vorwärts. Genau, da kann man doch erkennen. Tankstelle. Viehweide. Chiptuning, unser LKW. Das ist die Tankstelle, mein Hofsilo. BGH. Gut. Weil hier, wenn wir nicht, hier ist der Kuhstall. Das weiß ich auch nicht genau. Das kann nur Dings sein, Mischfutter für. Ja, und das ist eine weitere Halle für. Sagen wir für Fahrzeuge. Ich weiß, ich glaube, wir sind schnell. Wir müssen nur schnell vorbereiten, damit wir das entsprechend heute noch, ja, sobald er mit den Flügen fertig ist, einen Angriff nehmen können. Das müssen wir auch gleich umstellen. Sonst haben wir was vergessen, ne? Früher Frühling, Tag 2. Immer noch Bodentemperatur 4 Grad. Aber solange wir hier wie gesagt, solange wir entsprechend hier eh noch nicht arbeiten können, Aussaat machen können. Voll! Natürlich könnten wir auch das Saatgut irgendwo kaufen und dann hier einlagern und dann entsprechend von hier übernehmen. Vielleicht mal es auch irgendwann mal, wenn wir das vor allem selber herstellen. Da gibt es schon ein paar Produktionen, da kann man es selber herstellen.
Und dann können wir die anderen Silos entsprechend entfernen. Aber das ist noch nicht so weit. So, jetzt haben wir den dritten Traktor. Müssen wir den anderen suchen. Den vierten, der steht hier. Der ist eigentlich voll, der ist voll, sagen wir so. Den stellen wir um auf Mais. Eben mal ganz kurz gucken, wo er steht. Ach so, hier. Dann drehen wir um. Dann können wir gleich mit Deutz nacharbeiten durchführen. Im Mai wiederum die Seemaschine, sie kuppert auch vorher, also der Beziehung würde das trotzdem klappen mit der Aussaat, wo wäre der Ertrag dann etwas geringer auf den kleinen Stellen. Ich meine, gut, das Firmen verkraften und also komplett überall nachflügen ist dann nicht notwendig. So. Stehen alle Fahrzeuge da. Jetzt können wir noch hier vorne nacharbeiten. Kleine Stelle nicht. Husch, weg die Krähen hier. Ich lasse hier meine Regenwürmer auf. Engerlinge dürft ihr fressen, aber keine Würmer, keine Regenwürmer. Was ist eigentlich mit einem Stück Wiese da vorne? Ah, das gehört nicht dazu. Die Wiese hat keiner mehr. Die hat eine gekriegt. Die auch. Die auch. Aber das wäre reizvoll, so eine Wiese. Gut für die BGH. Verkaufen geht nicht. Hier brauchen wir Geld fürs Ackerland hier. Ja. Ey, da ist ein Eckchen noch nicht gemacht worden. Warum nicht? Das beide Eier, das ist ein Witz. Ich weiß auch nicht genau. Ja, die aktuelle Kurzversion, ne? Also ich glaube, viel aktueller geht nicht. Na. Flügen, Junge, flügen. Gut. Jetzt werden wir den Fahrzeug immer zurückbringen. Nacharbeiten werde ich mit einem anderen durchführen, mit einem Fendt oder mit einem John Deere. Jetzt fahren wir zum Händler, holen wir einen Überladewagen für Kalk. Zuerst holen wir den Flug immer zum Hof. Zum Glück brauchen wir nicht alles kalken, aber leider fast alles flügen. Oh. Bei Mais haben wir wieder flügen müssen. Na gut, okay, also nicht anders. Ne?
Grunde. Können wir den Flug wegstellen, ne? Faktor brauchen wir nicht reparieren. Beziehungsweise. Na, das brauchen wir nicht. Entscheiden ein bisschen. Gut, passt. Also die Farbe ist sehr stabil, obwohl wir geflügt haben, ne? Gut, sauber. Großer Punkt zum Warten. Stehen wir drin, ne? Das passt. Nicht lackieren, nicht. So. Wie gesagt, für die großen Maschinen ist es ein bisschen schwierig, in die Halle reinzukommen. Da oben wäre eine gute Halle für Flüge. Wo ich hier eher tendiere dazu, für Maschinen zu nutzen, die wir für die BGH brauchen, wir Radlader und so. Ja, schwierig, schwierig. Ich mag es eigentlich einfach, das heißt, Deutsch. Ja, das müssen wir auch noch machen. Hier hinten ist ja der. Stellen wir hier mal hin. Wir werden hier eine Halle hinbauen, nachher irgendwann. Wenn wir gut Moos haben. Wir wollten noch was holen. Also irgendwo ist hier eine Baustelle. Wir fahren Betonmischer und hier seid ihr. So. Wir müssen ja den Kalk vorbereiten. Der heute werden keine plus 4 Grad mehr werden, 5 Grad oder so. Ne? Wir werden mal einen Hänger holen für Futter. Das machen wir zuerst. Dass wir noch Kühe kaufen können. Zumindest Mastrinde oder sowas. Volle Fahrt voraus. Ja, wir müssen noch einiges bauen. Bauen für die Kühe. Lagerung. Ein Ballenlager brauchen wir. Wir brauchen ein Futterlager, denken wir. Und die Unterstände für die Fahrzeuge dafür. So, rechts ist versichert und links auch.
Das wird aber schnell dunkel jetzt, ne? Ja, mit Flügen könnte ein bisschen schneller gehen. Ich könnte dritten noch mitarbeiten sollen, aber gut, da wird aber auch nicht frei. Schauen wir mal, was für ein Hänger wir frei. Ein Flug ist da hinten noch, ja. Aber irgendwann haben wir alles zusammen im Hof. Hier kurz noch ein bisschen ab. Schauen wir mal, ob wir einen passenden Hänger finden für unseren. Sieht nicht so aus. Da, da hinten die blauen. Die blauen können wir im Futter nehmen. Wenn wir es gut sind, kriegen wir beide sogar mit. Aber schwierig. Weil die sind ein bisschen mit Deichsel nicht so einfach. Wir müssen etliche Fahrzeuge zurückholen vom Hof. Ja. Licht daneben das Unternehmen, ne? Gibt's doch gar nicht. Gut, im reellen Leben wäre ich hier total schaden, ne? Und Deichsel war verflogen. Ah, wir haben ja hier im Spiel. So. Haben wir Glück gehabt, wenn keiner über den Haufen gefahren hat hier. Wie gesagt, zum Flügen, das dauert ein bisschen zu lange, weil die fahren noch nicht ihre Geschwindigkeit, die sie fahren sollen. Aber gut. Ist halt so. Mal sehen. Stroh wird nichts werden. Beziehungsweise wir müssten Stroh und so ein Gerät haben, wo wir das Prinzip lose eingestellt kriegen. Aber Stroh ist nicht so wichtig. Wichtig ist immer sehen, dass wir das für Futter kriegen. Husch, husch, die Krähen weg. So, liebe Freunde und Schatz, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Flüge ist noch nicht fertig, leider. Ah, sieht gut aus. Morgen früh, wenn es hell ist. Ich denke mal, können wir anfangen mit Mais. Dann wird es auch hell sein.
und die Temperatur passen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Also sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.